Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloodborne hier auf dem Kanal The Northern Way of Life mit mir, dem Dre. Und um direkt mal was vorwegzunehmen, ich spreche diese Folge nach. Wieso verbeugt er sich denn zweimal? Ja, und zwar ist bei der Aufnahmesession, die ich gemacht habe, leider ein Fehler passiert. Und ungefähr 20 Minuten dieser Folge sind ohne meine Stimme aufgenommen. Nach 20 Minuten fängt er ganz normal an, meine Stimme wieder aufzunehmen. Aber davor fehlte das einfach. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Immer wieder neue Probleme. Überhaupt war diese Session nicht... Kann man ein bisschen spoilern. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich weiß jetzt Dinge, die ich zum Aufnahmezeitpunkt natürlich noch nicht wissen konnte. Deswegen, also diese Aufnahmesession hat so ihre Tücken. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich jetzt tatsächlich diese 20 Minuten komplett mache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das seht ihr dann, hört ihr dann. So, aber diese Aufnahmesession hat ihre Tücken. Um den Gedanken mal zu Ende zu bringen. Ich springe aber von einem zum anderen. Das ist furchtbar. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich muss mal meine Gedanken zu Ende bringen. Und zwar bleibe ich... Ach ne, jetzt prügel ich nochmal eine Runde. Moment. Ja. Ein schöner Schwinger. Von unserem Deluxe. Und da kommt der nächste. Aber der Gegner überlebt. Zack. Ein Jump-Hit auf den ersten. Und mit einer Dreifach-Kombo beendet er den Kampf. So, und jetzt nämlich... habe ich mein Headset leiser gemacht und dabei aus Versehen die Aufnahme abgebrochen. Wie bescheuert. Deswegen der kleine Cut, der vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Ich erwähne ihn trotzdem. Um einfach auf die Probleme hinzuweisen, die ich während dieser Aufnahmesession hatte. Dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob das in dieser Folge jetzt war. Ich glaube in der nächsten, bin mir gerade nicht so sicher. Wurde ich mal wieder unterbrochen. Meine Güte, Leute, zieht bloß nicht in eine WG. Ich meine, man ist fast nie alleine. Das kann ein Vorteil sein. Wenn man aber ganz gerne mal alleine wäre. Es ist eindeutig ein Nachteil. Naja, aber das konnte ich herausschneiden. Aber es stört mich trotzdem. Also nicht, dass ich gestört werde, stört mich. Sondern, dass ich diese Mini-Cuts immer dann da reinschneiden muss. Weil man sieht es einfach. Oder ich sehe es zumindest. Wenn man... Und das nervt mich. Vor allem, weil wir eigentlich die Abmachung hatten, dass, wenn ich aufnehme, keiner hier reinkommt. Aber naja. Was kann ich noch erzählen? Wieso bleibe ich da jetzt stehen? Weiß man nicht. Ist ja auch interessant, jetzt einfach mal zu gucken. Ohne Kommentar so. Naja, ich kann noch erzählen, Folgen hier. Also diese und die nächsten beiden habe ich an einem Tag aufgenommen. Ich glaube, die nächsten beiden. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich kann ja mal kurz reingucken. Ups. Das war jetzt doof. Auf jeden Fall habe ich sie an einem Tag aufgenommen. Ja. Wie sind die nächsten beiden? Und danach, also das will ich nicht spoilern, aber danach habe ich aus einem bestimmten Grund fast 2 Wochen ausgesetzt. Man kann sich vielleicht denken, warum. Naja, und jetzt habe ich heute halt meine nächste Session gehabt. Ungefähr, wie lange habe ich ihn aufgenommen? Ich glaube 2 oder 3 Stunden habe ich aufgenommen. Also 4 Stunden insgesamt gespielt oder so und davon 3 Stunden aufgenommen oder 2, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ey, und es macht so Spaß, Leute, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum ich diese Pause gemacht habe, das ist so bescheuert. Naja gut, ich habe sie gemacht, weil ich andere Spiele gespielt habe. Unter anderem StarCraft 2 bin ich gerade hart am Suchten. Und Prison Architect habe ich mir gewählt, falls es dem einen oder anderen was sagt. Ich habe da echt sehr viel Spaß dran. Ey, da wird man ja echt richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ich habe mir noch nicht so gedacht, wie ich es mir gekauft habe. Ich habe mir gedacht, ja, baust du mal hier so ein kleines Gefängnis auf, weil ich hatte mal ein Display gesehen dazu von Rosi.
kennt wahrscheinlich keiner, leider. Aber könnt ihr mal gucken. B-O-O, B-O-O-Z, nee, wie war das? B-O-O-R-Z-Z-E. Ich komme in deine Hut und tue dir weh. Der Bursi, ey. Von dem hatte ich halt das Prison Architect Let's Play geguckt. Das war noch Alpha 17 oder 16, weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt habe ich es mir geholt mit Alpha 31 mittlerweile, glaube ich schon. Naja, und dann dachte ich mir, baust du halt mal so ein kleines Gefängnis auf, nur mal um mal reinzukommen. Weil ich mir überlege, ob ich da vielleicht ein Let's Play zu machen. Weiß ich aber. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst mich das wissen. Dann macht's. Ich werde es wahrscheinlich auch so machen, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich dann baust du halt ein kleines Gefängnis auf. Ey, ich glaube, ich saß 6 Stunden oder so davor. Die Zeit ist ja verflogen. Das ist ja der Wahnsinn. Nein, du planst erstmal so 2 Stunden oder was? Na gut, ganz so lange hat es nicht gedauert. Aber man plant halt erstmal eine Ewigkeit. Ja, ist er kaputt? Ja. Man plant eine Ewigkeit, dann baut man. Und das zieht sich ja ewig hin. Und dann achten wir noch. Hier mal noch eine kleine Zelle und da mal noch einen Zellenblock und hier mal noch eine Küche und hier brauchen wir eine Werkstatt und da machen wir einen Schulraum und da eine Bibliothek und oh, jetzt ist hier Aufstand und wir brauchen mehr Waffen und da eine Waffenkammer und. Alter Schwede, aber es macht so Spaß, es macht so unfassbar Spaß. Und ich habe mit der kleinen Karte angefangen und die war relativ schnell zu. Und deswegen hatte ich mir auch überlegt, dass wenn ich ein Let's Play machen würde, dann kann ja sein Gefängnis verkaufen. Und das hatte jetzt einen Wert von 350.000 oder was? Und wenn ich das verkaufen würde, hätte ich ja schon mal ordentlich Startkapital fürs nächste Gefängnis. Und für ein Let's Play, glaube ich, würde eine große Map besser sein. Ich weiß, man kann expandieren und so. Finde ich aber nicht so cool. Vor allem kann man das ja auch mit einer großen Map auch. Ohne dafür Geld auszugeben. Naja. Und dann würde ich halt mit diesem Startkapital eine große Map nehmen. Und mal ein richtig riesiges Gefängnis aufbauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe eine kleine Map schon voll expandiert. Aber ich habe noch nie eine große Map komplett ausgebaut. Ja, so richtig mit mehreren Gefängnisabschnitten. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, das habe ich gemacht. Ach, in den 2 Wochen habe ich auch noch. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das ist. Naja, innerhalb dieser 2 Wochen habe ich auch noch The Order aufgenommen. Allerdings nicht wirklich als Let's Play. Das sage ich aber auch in The Order. Ich habe einen Platin-Walkthrough gemacht im Grunde. Also ich wollte das in einem Rutsch durchzocken und auch direkt die Platin-Trophäe mit rausholen. Bedeutet, direkt 100% erreichen. Also alles komplett fertig machen. Habe ich auch gemacht. Das Ding ist fertig. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich es hochladen will. Ich habe das immer zu so halbe Stunden Parts gemacht. Ich müsste das jetzt noch schneiden, natürlich. Und das dann auch hochladen. Aber es ist halt kein... Ich finde, es ist kein richtiges Let's Play. Es entspricht auch nicht dem Standard, den ich hier anstrebe, abzuliefern. Also ein Let's Play ist für mich Unterhaltung, weißt du? Dass man die Leute halt nicht nur durch das Spiel unterhält, sondern halt auch durch sich selbst. Ach, das ist ja jetzt gar nicht mehr richtig. Ja, egal. Durch sich selbst. Und deswegen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das hochladen sollte. Aber so als Platin-Walkthrough, wie ich es gesagt habe, oder als Leitfaden, könnte man sowas sagen. Mal sehen. Ihr seht es dann ja. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge hier hochkommt. Vielleicht ist das die Order-Ding schon längst fertig. Und hochgeladen. Und das Gelaber hier ist jetzt völlig für den Hintern. Ah, jetzt habe ich das Video so umgedreht, dass ich nicht mehr weiß, wo ich da bin. Deswegen würde ich sagen, also bei Minute 22 ungefähr, 22, 23, kommt die normale Tonspur wieder. Könnt ihr vorskippen. Ich mache auch ehrlich gesagt nicht so viel Spannendes in dieser Folge. Ihr habt gerade gesehen, oder ihr werdet gleich sehen, ich level mich ein bisschen hoch, ich kaufe das Amulett, glaube ich. Und betrete dann ein neues Gebiet. Deswegen
packe ich diese Folge nämlich trotzdem mit rein, vertone sie neu. Weil insgesamt passiert nicht viel, aber halt dieses neue Gebiet, das Leveln der Waffen, ich finde, das gehört da schon mit dazu und deswegen sollte das da mit rein. Hm. Genau, aber ab Minute 22 ungefähr müsste das ganz normal, der Ton ganz normal wieder weiterlaufen. Und danach sind die Folgen auch wieder alle normal. Und auch alles, was danach kommt, ist wieder normal, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, mein... also ich nehme ja separat mit einem anderen Programm auf, meine Stimme. Und das habe ich einfach auf den anderen Monitor gepackt. Und dadurch habe ich jetzt zwei Monitore, womit ich kontrollieren kann. Also auf dem einen Monitor mein Video im Grunde, das was von der PlayStation kommt. Und auf dem anderen Monitor mein Ton. Und wenn ich jetzt ab und zu mal raufgucke und ich sehe halt keinen Ausschlag auf... Also kein... Wie heißt so, ne? Ausschlag. Dann, weiß ich nehme nicht auf. Beziehungsweise, wenn ich einen sehe, weiß ich nehme auf. Viel Gelaber schon wieder. Ich will ja... Naja. Es ist auch schon wieder sehr früh. Naja, also... ich überlasse euch jetzt einfach mal dem Spiel. Ich freue mich wirklich, wenn hier jemand zuguckt. Ohne Scheiß, das ist eins, also für mich bis jetzt das geilste Spiel seit, ja, Dark Souls 1. Ich finde es tatsächlich besser als Dark Souls 2, obwohl ich noch nicht bin. Aber ich habe doch schon ein paar neue Gebiete gesehen, die interessant sind. Und wo ich mich freue, weiter zu spielen. Ja. Naja, so. Ich würde jetzt Tschüss sagen, wäre aber Blödsinn, weil das Video noch weitergeht und ich auch gleich wieder anfange zu labern. Deswegen, genieß das Spiel mal ohne mein Gelaber, ne?
Willkommen, was für... Im Laufe der Zeit... Es scheint... Nun gut, die lasst mich... Thank you.
mehr Schaden mache, dickes Kaltblut, 4 Stück. Obwohl ich mehr Schaden mache jetzt, one-hitte ich die trotzdem immer noch nicht. Oh, okay. Das scheint daran zu liegen, dass die Gegner hier im Allgemeinen stärker geworden sind. Ich frage mich, wo ich bin. Also, ob ich jetzt irgendwo rauskomme, wo ich gleich sagen werde, ach, hier bin ich? Giftmesser. 12 Stück. Die packen wir direkt mal ins Inventar. Giftmesser habe ich auch noch eins, aber das... benutze ich eh nicht. Aber Giftmesser? Ey, dann kann ich... Ah, aber das ist wahrscheinlich nicht dauerhaft. Aber es gibt Methoden bei Dark Souls zum Beispiel. Bei Dark Souls zum Beispiel, dass man... Da ist eine rote Laterne. Dass man Gegner einfach vergiftet und einfach wartet, bis sie tot sind. Das geht. Herrje, was für ein seltsamer Geruch. Aber immer noch besser als der Gestank von Blut und Bestien. Was gibt es denn? Ich bin während der Jagden nicht zu sprechen. Wenn ihr also deswegen hier seid, muss ich euch selbst überlassen. Wenn euch das nicht reicht, kommt am Morgen wieder, Schätzchen. Schätzchen hat sie mich genannt. Nennen Sie mich das Schätzchen, das ist sexistisch. Ich bin während der Jagd. Ich soll am Morgen wiederkommen. Das heißt, ich kann die Jagd beenden. Ne? Stand ja auch auf diesen... nicht Emblem, sondern ist ja egal. Da stand ja, dass ich das damit die Jagd beendet wird. Also, ihr seid nicht von hier, hä? Das ist korrekt. Du bist auch nicht der Erste, der das mitmachen will. Wie lächerlich. How ridiculous. Ihr haltet mich für eine Bestie? Tja, ja. Vielleicht halte ich euch auch für eine Bestie. Und weg von meiner Burg. Burg? Ah, ich habe genug von euch. Was, findet ihr das lustig? Na, ich kann's bestimmt nicht. Also macht, dass ihr wegkommt. Ich will mit eurer Bestienjagd nichts zu tun haben. Oh, ich habe genug von euch. Na los, verschwindet endlich, ja? Nee, gib mir irgendwas, dann hau ich ab. Okay. Einmal. Okay. Hätte ja sein können, dass er uns was gibt, oder? Dass er mir was gibt, damit ich abkomme. Was ist das? Du Arschloch, ich hab's gewusst. Sprungangriffen ausweichen können. Und dass sie so stabil sind. Oh, schön. Neues Gebiet habe ich direkt. Finde ich direkt geil. Da ist wieder eine rote Laterne. Hier ist irgendwo ein Hund oder sowas. Oder ein Werwolf. Was ist das? Man weiß es nicht. Keiner weiß das. Und Schütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Schütze. Ja, genau. Danke. Es ist überall rote Laternen. Und es ist sehr neblig. What the fuck? Wo schießt denn da noch einer? Oben? Da oben. Jetzt würde ich da am liebsten hinrennen und dem einen auf die Fresse geben, aber... Das wollen wir ja doch. Allen elenden Bestien! Schwarzer Kirchenhut, schwarzes Kirchengewand, lange Chirurgenhandschuhe, schwarzes Kirchenbeinkleid. Oh mein Gott. Direkt mal gucken, das muss besser sein. Physische Abwehr noch nicht. Aber gegen Arkan und Blitz. Langsame Vergiftungsresistenz. Ja. Einfach mal anlegen, mal gucken. Manchmal bekommt man ja auch Rüstung, die für das Gebiet entsprechend besser ist. Also physisch ist das alles nicht so geil, aber gegen Gift und so, was natürlich gegen den Boss schon mal besser ist. Man sieht viel zu bescheuert aus, aber die Sonnenbrille, die macht's eigentlich, die ist cool. Die Sonnenbrille war die beste Entscheidung überhaupt. Habe ich hier schon geklopft? Ah, wir sind zutiefst dankbar. Der Kirche für alles, was sie uns tut. Wirklich. Zutiefst dankbar. Ja. Ja.
Ob sie ein bisschen verrückt ist. Wir sind zu tief der Kirche. Wirklich. Okay, sie sagt, also immer das Gleiche. Hier steht aber noch ein Hinweis. Wundersam, Verführung. Hier holen. Vorsicht vor Schießen. Danke. Gelobt seid ihr. Gelobt sei die ganze verdammte Kirche. Und viel Glück bei der Jagd. Viel Erfolg. Die wirken alle so ein bisschen. Und der schlägt doch da auf irgendwas ein, oder was? Gelobt und viel Glück. Okay, also die sagen nicht viel. Aber ich hab's gewusst. Das war knapp. Das war knapp. Ich könnte meinen, keine Gnade für Schießen. Man könnte meinen, ich hätte Skill. Man könnte aber auch meinen, das wäre Quatsch. Ah, der Giftmesser. Kann ich ihn von hier aus schon auswählen? Haha. Jetzt ist er vergiftet oder was? Nee, ist er nicht. Muss man mit mehreren treffen. Komm schon! Ja, kack, jetzt kommt der. Oh, jetzt kommen sie runter. Jetzt kommen sie runter. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt gibt's nochmal eine Schlägerei zum Ende der Folge. Boilerei. Oh, shit. Oh, kacke. Warte mal, ich hab Molotovs. Und ich muss niesen. Ich muss niesen. Ach Gott, ja Gott, ja Gott. Ich hab mich getroffen. Oh, ganz schlecht. Los doch. Ja, ganz unpassende Situation jetzt. Entschuldigung, dankeschön. Und tschüss. Nummer 1 ist weg. Nummer 1 ist du, ne? Keine Gnade zu schießen. Ja, du bist ganz schön clever, mein Freund. Vielleicht krieg ich deinen Molotov hoch. Fuck. Jetzt scheint auf einmal die Sonne auf meinen Fernseher. Ich hasse Sonne. Die Sonne, der natürliche Feind des Gamers. Nein! Lass dich jetzt zusammen. Diese Folge endet nicht mit einem Tod. Also nicht mit meinem Tod. Vielleicht soll ich dann aufhören jetzt, solange es noch geht. Nee. Nee. Ah, ich muss mir gleich mal die Gardine besser vors Fenster ziehen. Das ist ja scheiße. Ja, hier sieht es doch interessant aus. Und damit beende ich diese Folge für heute. Und bedanke mich fürs Zusehen. Neues Gebiet, Leute. Nächste Folge geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Wink mal. Macht das sogar Sprachsteuerung. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.